Sowieso muss ich hier mit dieser Sprungmechanik und ach du, ich lebe noch, okay. Mit dieser Sprungmechanik in diesem Spiel hier überhaupt zurechtkommen. Nach Mist. Das ist auch nicht gerade einfach, das wirklich alles, sich daran zu gewöhnen. Weil sich das wirklich wesentlich anders spielt als Gargoyle's Quest auf jeden Fall. Deswegen da bei den Bossen so zurechtzukommen, wie ich jetzt eigentlich vorhabe. Das ist nicht unbedingt ein Kinderspiel. So viel kann ich euch schon mal vergewissern. Aber vielleicht kriege ich es ja noch irgendwie hin, diesen Kampf zu bewältigen. Mit etwas Zusammenreißen und mit etwas Mut und mit etwas Können. Wobei, das beweise ich hier gerade nicht. Ich habe ja noch so meine Probleme bei diesen Bossen. Aber wenn ich so langsam wirklich die Taktik halbwegs rausfinde, auch wenn sich die Muster nicht ständig wiederholen, sondern jedes Mal was anderes kommt, es ist trotzdem, denke ich mal, machbar. Auf jeden Fall. Also, auf ein neues. Wenn er jetzt nicht nochmal diese verdammten Feuervogelangriffe macht, die wirklich auf mich verfolgen, dann ist es auf jeden Fall machbar. So viel steht fest. Also, friss Erde. Warum auch immer Feuer durch Erde sterben kann, das will ich nicht hinterfragen. Wir sollten uns glücklich schätzen, dass er einfach mal so einen Schwachpunkt hat. Wow, ich wurde noch nicht getroffen. Ich wurde noch nicht getroffen, Leute. Ich wurde noch nicht getroffen. Und, er ist schon kaputt? Ja, so. Auf in die nächste Phase. Ach du Scheiße. Mach nichts Böses. Nein, du willst mich nicht besiegen. Du bist ein braver Flammkopf. Ah, falsche Richtung. Ach, wenn man das wirklich vorwegsehen könnte. Ach du Scheiße. Ach, das ist ein bisschen kacke gerade. So, und nun? Okay. Ah, ja, klasse. Du weißt auch echt nicht, was du willst, du Scheißding. Das ist nicht wahr. Das ist doch gerade echt nicht wahr. Warum muss ein Boss so beschissen sein? Könnt ihr mir das gerade beantworten? Wahrscheinlich nicht. Ah, Leute. Das regt mich gerade wirklich ein bisschen wieder auf. Dass die Bosse hier ein bisschen nervig sind. Vor allem wirklich da vernünftig irgendwie einen Weg zu finden. Nee, das ist nicht unbedingt leicht. So viel steht fest. So, verschwinde Geist. Geh mir aus den Augen. Mach mir den Weg frei. Was auch immer. Hauptsache ich komme hier heile durch. So. Jetzt will ich nur noch diesen Boss bekämpfen und dann bin ich erstmal, würde ich sagen, glücklich. Aber das erstmal hinkriegen. Die erste Phase ist ja echt nicht das Problem, aber die zweite Phase macht es mir schwer. Und das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht, dass der Boss hier in der zweiten Phase so nervig ist. Na, weg mit dem Feuervögel, weg mit dem Feuervögel und schau auf hier zu lenken. Ach, Scheißspiel. Nein, das Spiel ist nicht scheiße, aber das ist gerade so scheiße leckt. Das liegt aber diesmal ist mein PC schuld. Ach, Mann. So, weg mit dir. Verschwinde. So, brenne. Oder verschwinde, brenne. Was auch immer in der Richtung auf jeden Fall. Hauptsache, dass er verschwindet. Ach, diese Feuervögel können auch verschwinden. So, friss dies. So, endlich wird er vernichtet. Wunderbar. Zeit für die zweite Phase wieder. Ein weiteres Mal. Okay. So, Leute, jetzt will ich es endlich hinkriegen. Ach, du Scheiße. So, zusammenreißen. Und nun... Okay, ah, Flammenangriffe. Wenn man das wirklich vorhersehen könnte, was er als nächstes fort. Nein, vergiss es. Ich muss ihn irgendwie vernünftig, ach, leck mich, treffen können. Aber das kriege ich ja nicht gegen diese scheiß Gegner. Leute, das ist echt ätzend. So, ich glaube, ich werde wieder nicht schaffen. Wenn ich wenigstens wüsste, wie ich hier diesen Heiltrank einsetzen könnte, dann hätte ich schon mal größere Chancen und ich krieg's nicht hin, vernünftig in die andere Richtung zu schießen. So, komm schon, bitte geh kaputt irgendwie. Ich kann nicht mehr lange durchhalten. Ja, endlich! Das war er schon? War es jetzt etwa schon der Boss dieses Levels? Ich fühle mich verarscht. Es gibt einen Tornado. Eine Tornado-Fähigkeit, wie es aussieht. Na gut, das ist wohl die Wind- oder das Windwappen. Du hast ein Stück des Feuerwappens. Den Tornado. Damit kannst du ganz hoch springen. Aha. Also... wahrscheinlich eine neue Fähigkeit dazu erlangt, die man nicht unbedingt notwendig braucht. Hier gibt es wieder so eine Hütte, die ich nochmal besuchen könnte. Ich gucke mal, was da hinten mich noch erwartet. Ich habe so das Gefühl, dass ich das hier gerade wiederholt. Okay, da gibt es noch die drei Türme hier auf der Seite. Aber erstmal will ich noch die pinke Hütte hier oder die rote Hütte noch besuchen. Okay, es ist eine pinke Hütte. Es könnte auch ein kleines Dörfchen sein, aber es sieht mehr aus wie ein Laden. Ach du Scheiße, du siehst... wie gruftig aus.
Willkommen beim Schwarzen Lotus. Wir haben Tränke. Welche willst du? Mercury, Sulfur, Herb oder Elixier? Alles ein bisschen teuer, aber... ja, mit dem Elixier. Du bekommst ein Extra-Leben. Willst du ihn? Ja. Dafür geben wir gerne das Geld aus. Okay, ich glaube, wir können davon nur einen Trank tragen. Ich muss irgendwie herausfinden, wie man das Ganze einsetzt. Das ärgert mich ein bisschen. Okay, kann man hier irgendwie auf dieses Schneegebiet landen? Nein, sieht nicht so aus. Später vielleicht oder so. Aber es sieht doch so aus, als könnte man hier irgendwas bestimmt noch vielleicht später machen. Aber gut, momentan bleiben wohl wirklich nur hier, ja, die drei Türme, die ich irgendwie besuchen könnten oder... hier fliegt man auf jeden Fall dauerhaft im Kreis, wie es aussieht. Wobei die drei Türme sehen mir ein bisschen gefährlich aus. Aber gut, momentan bleibt nichts anderes mehr übrig, was ich irgendwie sonst noch besuchen könnte. Zumindest sehe ich hier nichts Auffälliges mehr. Also Leute, besuchen wir schon mal die drei Türme. Wo sind sie denn jetzt? Oder kann ich auf dieser Insel hier landen? Ah, okay, ich habe was Verstecktes gefunden. Bin ich gut auf ihr Minispiel? Es ist lang her, seit ein Kunde hier war. Naja, kein Wunder, so gut wie das versteckt ist. Willkommen in meinem Laden. Ich biete Spiele für Dämonen an. Das ist Stufe 2, mittlerer Schwierigkeitsgrad. Der Einsatz ist 10 GP. Na, wohl wahrscheinlich, weil der Schwierigkeitsgrad höher geworden ist. Vielleicht wird's mehr Geld, du Scheißkerl. Aber wenn's sein muss, kannst du gerne haben. Wie das Minispiel funktioniert, kennen wir ja schon. Ja, wir können loslegen. Danke. Du kennst die Regeln? Ja, die kenne ich auch. Okay, los geht's. Na gut, Leute, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Jetzt, wo es mittlerer Schwierigkeitsgrad ist. Muss ich wahrscheinlich entweder schneller sein oder... Ja, ich muss schneller sein. Es war irgendwie klar und wahrscheinlich auch wesentlich mehr Schädel zerspalten. Okay, ach scheiße. Na, erstmal hinkriegen. Ich habe ja genug GP, die ich jetzt ausgeben könnte für dieses Minispiel. Und von daher geht's ja eigentlich noch. Muss ich nur halt mein Gestick hier unter Beweis stellen, scheiße, auf diese GPs. Hauptsache ich kriege diese Schädel hier gespalten. Weil dafür kriege ich wenigstens Geld. Und werde wenigstens Ruhm und Ehre hier bestimmt auch kriegen, wie auch immer, scheiß drauf. Ah, scheiße. Komm, gib mir den einen Schädel noch. Ach, scheiße, daneben nicht. Ja, meine Zeit ist abgelaufen. Verdammt, ich war nicht schnell genug. Diese Stufe ist wohl zu schwer für dich. Du solltest etwas mehr üben. Nein, die ist nicht zu schwer. Es ist nur ein bisschen ungewöhnungsbedürftig, mit den Schädel einzuschmettern. Ja, ich will es nochmal versuchen. Also, los geht's. Okay, da ist der Schädel. Und auf geht's. Nummer 1. Nummer 2? Nummer 3. Na also, jetzt geht's doch wunderbar. 4. Jetzt geht's sogar auf Anhieb. Warum nicht gleich so? So. Ja, okay, den dritten jetzt abzupassen. Die oberen und die unteren sind ja eigentlich die einfachsten, die mit dem Schädel zu kriegen. Weil man da ja quasi nicht wirklich viel tun muss. Naja. Zumindest muss man da nicht ganz so geschickt irgendwie mit dem Schädel zu deppern. Was das Ganze hier etwas schwerer macht. So. Na, fast. Na also, geht doch. Aber wie viele Schädel sind sie noch? Ach, du Scheiße. Ja, ich hab's geschafft mit einer Fackel. Ich habe den mittleren Schwierigkeitsgrad überstanden. Ich hab's drauf, Leute. Wunderbar. Toll. Ein Kunstwerk. Hier, das ist ein Preis. Nimm es. Vielen Dank. Olle. Gut, ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir haben das Minispiel bewältigt, also... Würde ich sagen, kann ich weiter aufbrechen. Als nächstes würden dann wirklich die drei Türme wo anstehen. Oder gibt es hier noch mehr solche Verstecke? Ich glaube, da müsste ich wirklich fleißig suchen. Wenn hier wirklich noch mehr versteckt ist. Moment, das hier sieht auch ein bisschen auffällig aus. Ich versuche jetzt wirklich erstmal ein bisschen was abzuklappern. Aber da ist gar nichts, okay. Also wenn es hier schon solche schicken Verstecke gibt, muss man wirklich hier alles abklappern. Aber gut. Momentan scheine ich nichts weiteres mehr zu finden. Schade eigentlich. Hätte gerne noch was sowas gefunden. Aber gut, als nächstes sind dann wirklich die drei Türme dran. Wo sind sie denn jetzt? Da. Na gut, dann fliegen wir mal direkt drauf zu. Schauen wir mal, was das hier für ein Level ist, falls ich hier überhaupt durchkomme. Das ist ja auch so eine Sache. Ich denke mal, mit den Fähigkeiten, die ich momentan habe, ich kann ja mal gucken, was die Tornado-Fähigkeit bringt. Wird das wohl noch nicht allzu viel bringen? Okay, was die Tornado-Fähigkeit bringt, weiß ich noch nicht genau. Hoffentlich Schaden. Aber wisst ihr was, Leute? Ich werde diese Aufnahme hier beenden erstmal. Und beim nächsten Mal schreiten wir weiter durch die gefährliche Welt von Demon's Crest.
und schauen, was die drei Türme für uns bereithalten. Also bis zum nächsten Mal, liebe Leute, auf Wiedersehen.